Ja, vielen Dank, Frau Krawczyk, für die Einführung. Meine Damen, meine Herren, vielen Dank auch dem VDI, der VDI-Bezirksvereinigung Hannover für die Bewerbung dieser Veranstaltung. Das freut mich als Sprecher dieses interdisziplinären Gremiums Technikgeschichte des VDI besonders, dass es dann auch die Kreise ist und dass auch einzelne Mitglieder jedenfalls auch da sind. Ich habe ja in der Vorbereitung dieses Vortrags erst so richtig gemerkt, wie ideal dieser institutionelle Ort für die Ausstellung ist, als zweiter, also es ist die zweite Vernissage, es ist der dritte Ort, wo die Ausstellung gezeigt wird, weil es eben so gut zueinander passt, Ihre Ausstellung mit Ressource Kulturerbe und hier Ressource Industriedenkmal. Es bildet also Ihre Ausstellung bildet quasi so den Rahmen. Und bei uns wird eben für einen Bereich, für die Industriedenkmale, das ausbuchstabiert. In unserer Ausstellung wird überhaupt nicht gerechnet. Da geht es nicht um bautechnische Details, weil für die Bautechnik gibt es eine andere VDL-Arbeitsgruppe. Sondern es geht mehr um die konzeptionelle Sache. Es ist auch witzig eigentlich, dass in der Vorbereitung, also es war durchaus nicht ich allein, aber es war so eine Gruppe von vier Personen im engeren Redaktionskomitee. Und natürlich ist es eine Ausstellung von allen 18 Denkmalfachämtern, die Kolleginnen und Kollegen entsandt haben in die Arbeitsgruppe. Und da haben alle dran mitgewirkt. Aber wo wir im engeren Kreis zusammensaßen und überlegt haben, was machen wir denn für einen Titel? War uns überhaupt nicht bewusst, dass es ein Parallelprojekt gibt, das den Ressourcenbegriff verwendet. Und es war uns auch nicht bewusst, dass Upgrade eine Zeitschrift der Universität Krems ist, wie ich es in Ihren Materialien gesehen habe. Aber dieser Befund zeigt eigentlich, das Thema liegt irgendwie in der Luft. Und eine andere Herangehensweise hatten wir im VDI und der taucht bei Ihnen in den Materialien auch auf. Das Reparieren, die Reparaturgesellschaft, also 2022, die Technikhistorische Jahrestagung des VDI, gegenüber Reparieren, Improvisieren und Rearrangieren. Und das ist auch das, was wir oft bei Kulturdenkmalen haben. Jetzt will ich zur eigentlichen Einleitung kommen. Zunächst mal grob die formalen Daten. Also es geht um eine Wanderausstellung, die aus Tafeln besteht und aus Roll-ups, was Sie nachher sehen wird, die konzipiert ist, an verschiedenen Orten gezeigt zu werden. Also sowohl jetzt in Landesämtern wie jetzt, als auch in Fabriken, wie an den ersten zwei Standorten, also Fabriken, die sich in der Umnutzung befinden. Da gibt es dann auch öfter ein größeres öffentliches Interesse, als auch in Museen. Und von daher hat man ganz unterschiedliche Bedingungen in den Museen. Manchmal auch in den Fabriken lässt sich die Ausstellung mit Exponaten verbinden. Aber was wir auf Wanderschaft schicken, sind eben wirklich nur die Tafeln, Bild und Text. Also jetzt Exponate wandern zu lassen, ist einfach auch aufwendiger, ist teurer, das so als Hintergrund. Also es sind 23 Tafeln gegliedert in diese fünf Bereiche und dann noch fünf Roll-ups, wo sich das Impressum befindet, die Einleitung und dann eben so diese Querschnittsthemen zu Spuren und zur Ausstattung. Das Auftaktbild links soll ein bisschen einführen in dieses Thema der Umnutzung oder der Nutzungsänderung, das ja bekanntermaßen ein sehr viel älteres Thema ist und wo auch älter ist als die Denkmalpflege, als die formale. Bei der Gelegenheit fällt mir ein, ich habe noch was mitgebracht. Also zum Jubiläum der Denkmalschutzgesetze machen jetzt ja verschiedene Landesämter Jubiläumsbände oder Veranstaltungen. Sie werden ihn selber haben, Frau Krawczyk, aber vielleicht für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe ich den mitgebracht. Das Baden-Württemberg, da ist dann auch noch was drin, gehe ich nachher nochmal drauf ein. Aber die Umnutzung von Gebäuden ist viel älter. Und ich habe jetzt hier einen Begriff, ein Beispiel rausgegriffen, das eben sehr schön passt. Das Gradierhaus in Bad Reichenhall,
In Baden-Reichenhall gab es die Saline seit 1758, wo eben in diesem Gradierwerk, also die Sohle über diese Schwarzdornbauten da gelaufen ist und dann sich der Salzgrad erhöht hat. Und ab 1848 war die Technologie nicht mehr so notwendig, wo man dann eben das so eingedampft hat und auch zum Teil an anderen Stellen schon Scheinsalz gewonnen hat. Und man hat die nach und nach abgebaut. Aber gleichzeitig hatte sich an dem Bereich schon eine erste Kurklinik entwickelt, da diese Kurbad Axelmannstein Kurhotel ab 1846. Und als dann ab 1869 dieses Gradierwerk abgebaut wurde, hat man gesagt, man lässt einen Teil stehen. Und 40 Jahre später hat man dann um diesen Teil, der also dann im Kurkontext als Freiluftinhalatorium gedient hat, weil eben diese salzige Luft für irgendwelche Lungenkrankheiten einen günstigen Effekt hatte, hat man dann beschlossen, um 1909 da einen Bau drumherum zu machen. Also sie haben da eigentlich schon alles drin, was wir eigentlich in der Industriedenkmalpflege auch oft haben. Sie haben einen neuen Nutzen, wo da der Vorteil war, es stand der Nutzen fest, es war klar, das ist ein boomendes Geschäft. Und sie haben dann aber eben auch Zusatzbauten, Neubauten, die den Bestand ergänzen. Man sieht an der Sache, es ist immer eine Überlegung wert, da wie man Bestand weiter nutzen kann. Also es war eben auch vor bestehender Denkmalschutzgesetze und bevor der Begriff überhaupt so verbreitet war, war das nachhaltig. Sie hören, ich komme aus Schwaben, es war eben auch sparsam, dass da die Bauten eher zu erhalten als abzureißen und neu zu bauen. Und es ist natürlich, Sie haben das angeschnitten, so, dass nicht jedes Bauwerk, vor allem Bauwerke, die für einen begrenzten Zeitpunkt, für eine ganz spezifische Nutzung gebaut wurden, dass sie dann alles können. Aber man kann umgekehrt prüfen, was kann denn das Gebäude noch? Und das ist auf jeden Fall immer gut. Und das ist, dieses Bauen im Bestand ist immer nachhaltig. Und aber dann kommen wir eigentlich dazu mit dem Denkmal, weil da kommt noch ein Zusatznutzen dieser für die Öffentlichkeit, dieser kulturelle Zusatznutzen, als dass diese Denkmale eben einerseits materielle Quellen für die Geschichte oder hier hauptsächlich für die Technikgeschichte sind und andererseits eben Beiträge zur Baukultur, zur Kulturlandschaft und so weiter. Das kommt quasi noch obendrauf zu dieser Nachhaltigkeit. Das muss man sich ja auch klar machen. Was aber auf der anderen Seite man sich auch klar machen muss und was schon die Vorgängerausstellung, also es gab eine Vorgängerausstellung der Arbeitsgruppe, die 70 Stationen, fast über 70 Stationen getourt ist. Was bei der schon der Fall war, ist, dass man gesagt hat, man darf nicht verwechseln Industriedenkmalpflege und Industriemuseen. Industriemuseen können eine gute Nachnutzung von Industriegebäuden sein und sie können auch gut sein für die Vermittlung, aber es gibt viel, viel mehr Industriedenkmale, als man Industriemuseen in der Landschaft unterbringen kann, sinnvollerweise. Und natürlich ist es oft sinnvoll, so eine Teilmusealisierung zu machen, also die Befunde, die man hat vor Ort auch dann zu vermitteln. Aber dann immer die Vorstellung in den Gemeinden, bei den Eigentümern, bei den Bauherren, ihr wollt jetzt uns ein Industriemuseum hinstellen, das führt in die falsche Richtung und das führt zu Abwehrhandlungen. Deswegen hat sich schon die Vorgängerausstellung bemüht zu sagen, okay, wir machen Beispiele jenseits der Musealisierung. Wir waren jetzt ein bisschen großzügiger, wir haben einzelne Bilder aus musealisierten Bereichen, aber für alle Bilder, für alle Beispiele gilt, es zählt mehr der stellvertretende Charakter des Bildes, des Befundes, der Lösung, als dass das jetzt irgendwie allein dieses Beispiel ist. Das Gleiche gilt für die Weiternutzung. Also im Kern steht die Nutzungsänderung,
Aber man kann auch mit kleinen Änderungen, mit einer Weiternutzung der Denkmale den Bestand erhalten. Und es ist manchmal eben auch sinnvoll, das weiter zu nutzen, werde ich zeigen. Und das kann ich nachher erzählen. Die Einzelbeispiele sind bei dieser Ausstellung im Unterschied zu der vorigen Ausstellung nicht so sehr im Vordergrund. Also es ist eine thematische Ausstellung, aber diese Einzelbeispiele, die sollen noch nachgezogen werden im Internet, weil auf diese Weise sind sie auch ergänzbar. Also die letzte Ausstellung hatte 32 Beispiele aus 18 Denkmalfachämtern. Und damit war Schluss. Und wir erhoffen uns jetzt, dass wir über die Laufzeit der Ausstellung in den nächsten Jahren dann eben immer mehr Einzelbeispiele, die wir dann eben auch, das war in der Arbeitsgruppe eben ein wichtiger Punkt, auch selbst betreut haben, wo wir auch wissen, wie hat es angefangen, wie hört es auf, dass wir die da zeigen können. Jetzt zu diesen fünf Bereichen. Die Gliederung ist einmal so, dass wir erst vom Größenmaßstab, von der Perspektive geschaut haben. Also erstmal die ganz großen, die Industrieareale, dann die eher kleinen Industriedenkmale und dann in drei Bereichen eingehen auf so quasi diese normalen Fabrikgebäude, die sich unterscheiden, dass die eine haben halt Etagen, haben Geschosse, die andere sind große Hallen, sind große Volumen. Und beim letzten kommt dazu, dass sie nicht nur groß sind, sondern auch keine Fenster haben, dass sie geschlossene Baukörper sind. Und dann kommen diese Querschnittsthemen, aber auf die gehe ich nachher ein. Zu diesem ersten Bereich, da Industrieareale, wenn man darüber nachdenkt, sieht man relativ schnell, da gibt es eine ziemliche begriffliche Breite. Also es gibt den Begriff des Geländes. Also in Hannover spricht man ja offenbar gern vom Faustgelände und jeder weiß, was gemeint ist. Es gibt das Areal, den wir jetzt verwendet haben. In Stuttgart kennt man jeder das Bosch-Areal oder andere Areale. Ganz neu und modisch ist es der Begriff des Quartiers. Also wir haben in der Ausstellung das Tabakquartier und in den letzten zwei Jahren kann ich mich gar nicht retten, wie viele Quartiere in und um Stuttgart entwickelt werden sollen, die dann Neckarquartier, Otto-Quartier und was weiß ich heißen. Was dem gemeinsam ist, es sind meist größere Anlagen, die städtebaulich relevant sind in irgendeiner Weise. Also man muss nicht besonders groß sein, dafür steht diese Baugruppe, diese Sachgesamtheit, um städtebaulich relevant zu sein. Aber die meisten sind eben städtebaulich relevant, weil das ist ja eine dieser prägnanten Phänomene des 19. Jahrhunderts, dass die Fabriken bald eine Fläche erreichen wie die historischen Innenstädte. Also sehr, sehr früh hat es Hans-Peter Bertschi vor Winterthur gezeigt, also dass der Sulzer-Areal war viel größer als das historische Winterthur. Und für viele, viele andere Städte gilt es genauso, dass einzelne Fabriken oder mehrere Fabriken zusammen eine riesige Fläche gemacht haben. Und natürlich ist dann die Umnutzung dieser Fabrik nicht nur eine Frage der praktischen Denkmalpflege, sondern eben auch der städtebaulichen Denkmalpflege, und es sind dann eben auch andere Verfahren als denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, es ist die Flächennutzung, es ist die Bebauungspläne und so weiter. Es lassen sich diese großen Industrieareal-Umnutzungen aufteilen in zwei Arten. Das eine sind die, wie hier, wo aus dem Bestand rein die neue Nutzung entwickelt wird. Und dann gibt es eben die Arten, die den Bestand mit Neubau kombinieren. Also wir haben hier ein ganz schönes Beispiel aus Sachsen, nur für den Bestand von innen heraus, eine Textilfabrik, die in der Stadt Flöha steht. Und man muss jetzt wissen, dass die Stadt Flöha erst mit dieser Fabrik eigentlich entstanden ist. Also da gab es drei Siedlungskerne außenrum und mit der Fabrik sind die mal zusammen eingemeindet worden. Und als die Fabrik dann stillgelegt wurde, hat dann die Stadt Flöha gesagt, wir brauchen da eigentlich unser neues Zentrum. Eigentlich steht die Fabrik mitten in unserem Zentrum. Und das hat man dann gemacht, dass man da dann so
so Punkte, die, aus denen sich die weitere, das weitere Gelände entwickeln sollte, reingebracht hat. Also öffentliche Nutzung, Kindertagesstätte, ein großer Supermarkt. Und nach kann man also diese, erstmal die neueren Bauten hat man entwickelt und momentan entwickelt man dann eben auch diese alten Bauten, aus denen sich es da entwickelt hat. Und die, das andere Beispiel hier mit dem Tabakquartier in Bremen, da sehen Sie, es ist ein großes Gelände und in einem Bereich kann man die historischen Bauten halten, meist da, wo die auch besondere Qualität haben. Und der andere Bereich wird dann mehr oder weniger angepasst, überbaut. Also da ist natürlich, muss man nicht sehen, da ist je nach Größe der Städte auch ziemlicher Entwicklungsdruck drauf. Aber das hier schien uns ein ganz, ganz anständiges Beispiel, muss man sagen. Ich zeige Ihnen jetzt nicht aus der Ausstellung, sondern eben aus meiner eigenen Arbeitspraxis in Baden-Württemberg ein Beispiel mit vorher, nachher. Das ist vorher, das ist das Otto-Gelände in Wendlingen am Neckar, östlich von Stuttgart. Und Sie sehen also hier die Fabrik, da hinten ist und die Stadt Wendlingen, aber das meiste sind eben irgendwie Neubaubereiche. Also diese Flächenausdehnung ist da auch gegeben und die wuchs also ab 1886 aus diesem Wasserkraftwerk raus und dann hier die Spinnweberei und dann kommen diese ganzen Schätze und Ausrüstung und was weiß ich. Und die hatte eine erste Umnutzung, also die wurde um 2000, ging die außer Betrieb und war als Lager genutzt von lokalen Textilhandel und für verschiedene andere Gewerbe. Und jetzt sollte aber irgendwie mehr rauskommen, weil diese alte Nutzung hat auch die Kosten nicht eingespielt, die für den Unterhalt notwendig sind. Und jetzt war das eine der ersten Vorschläge des Investors, war dann in die Richtung. Das ist also jetzt nicht die genehmigte Planung, die sieht noch ein bisschen reduziert aus, aber Sie sehen, in welche Richtung man da streitet auch, was denn das Verhältnis von Neubauten und Altbauten betrifft. Was man sagen muss, was ein großer Gewinn für uns ist in diesem konkreten Beispiel, ist die Firma hatte 2000 eine denkmalschutzrechtliche Abbruchgenehmigung erwirkt für viel größere Bereiche, als jetzt erhalten werden. Also wir haben praktisch hier das neue Turbinenhaus und einen großen Teil dieses Shed-Baus haben wir zurückgewonnen, quasi in dem Fall. Aber irgendwie dieses Hochhaus, das außerhalb vom Denkmalbereich ist, das wird man akzeptieren müssen. Also da führt wahrscheinlich kein Weg dran vorbei. Ob das denn aber wirklich gebaut wird, das ist eine andere Frage, weil es ist auch teuer, so ein Hochhaus zu bauen. Ja, solche große Areale betreffen jetzt nicht nur vollständig bebaute Areale und also die Frage Bestandsnutzung oder Neubau von Hochbauten, sondern es geht eben auch um Freiflächen. Und da gibt es wiederum zwei Arten, diese mit Bepflanzung zu nutzen. Das eine ist also eher so die gestaltete Natur. Hier am Beispiel dieser Kläranlage in Bottrop, die als Bernepark, also als öffentlicher gestalteter Park erhalten ist, mit ziemlich viel technischer Ausstattung. Und das andere ist hier aus Sachsen-Anhalt, ein Braunkohletagebau, die werden ja oft renaturiert. Und hier ist das ein schönes Beispiel, wo es nicht nur Richtung Ökologie renaturiert wird, sondern wo eben auch landwirtschaftliche Nutzfläche entstanden ist, hier bei Globikau, westlich von Merseburg. Nun zu den kleinen Industriedenkmalen. Die kleinen Industriedenkmale haben halt das Hauptproblem, dass die Nutzfläche nicht arg viel hergibt für eine neue Nutzung. Und da ist es so, dass sich auch wieder zwei Arten unterscheiden lassen. Das eine ist, dass man versucht, in der Branche eine gewerbliche Nachnutzung hinzubekommen. Wohnnutzung ist bei denen eigentlich fast ausgeschlossen, bei vielen. Ich habe nachher dann ein Beispiel, aber das ist auch nicht so richtig klassisches Wohnen. Und das andere sind branchenfremde Entwicklungen. Bei den
bei diesem Beispiel der Tankstellen ist es so, dass moderne Tankstellen ja eigentlich viel, viel größer sind als diese Tankstellen der 50er und 60er Jahre. Also am normalen Tankstellenmarkt können die nicht bestehen. Also eine Weiternutzung ist da eigentlich ausgeschlossen. Aber was klappt oder was hier in Rüsselsheim geklappt hat, ist eben so TÜV oder GTÜ-Prüfstellen. Und die andere Geschichte ist eben branchenfremd. Und jetzt hier muss man sagen, dieser Industriedenkmalbegriff ist natürlich breit. Er geht viel weiter als die normalen Produktions- und Fabrikgebäude. Es sind halt auch sehr viele Industrie-Infrastrukturbauten, die uns beschäftigen. Und Brücken beschäftigen uns sehr. Und ich meine, das Thema der Brückendenkmalpflege ist natürlich viel, viel größer als das, was wir in der Ausstellung zeigen können. Also was wir in der Ausstellung zeigen, ist ein sehr kleiner Bereich, wo Brücken verkehrsfremd umgenutzt werden. Die Regel ist ja, dass Brücken weiterhin als Brücken genutzt werden. Sie werden vielleicht mal runtergestuft auf Geh- und Radwegbrücken. Aber in der Regel werden sie als Verkehrsbauwerke verwandt. Und in der Ausstellung haben wir hier dieses Beispiel einer Verladebrücke, die aber eben auch ein Schiffsbauwerk ist, also eine Brücke in Wiek auf Rügen, wo man eben hier als Hafenpromenade und diesen einen Bogen als Büro der Hafenmeisterei verwandt hat. Und rechts, dann auch relativ frisch aus meiner Praxis in Baden-Württemberg, Sie kennen alle Stuttgart 21, dieses Gleisvorfeld, in diesem Gleisvorfeld, das hauptsächlich bebaut werden soll, befinden sich Stahlbeton, also frühe Stahlbeton-Rahmenbauwerke um 1914. Also so die Entstehungsphase des Stahlbetonrahmens, und das sind aber auch so Stockwerksbauten, weil es so Überwerfungsbauwerke sind, um mehrere Eisenbahnlinien also gegenseitig dazu zu verkreuzen, um dann im Bahnhof klare Ordnung zu haben, Fernverkehr, Nahverkehr und so weiter. Und die sollten eigentlich ursprünglich alle abgerissen werden. Und jetzt gibt es aber Bemühungen, die dann irgendwie anders nachzunutzen. Wie realistisch das dann so ist, weiß man nicht. Aber da wird man die nächsten Jahre dran sein. Jetzt eine wirkliche andere branchenfremde Umnutzung auch von kleinen Industriedenkmalpflegen, auch von Infrastrukturbauten, sind so Stellwerke. Da ist dieses Bürenharz, ist wie gesagt nur stellvertretend. Da gibt's viele Beispiele, wo Stellwerke zu eben nur temporärem Wohnen. Also da wohnt niemand dauerhaft, aber für eine Nacht finden das viele cool, in einem Stellwerk zu übernachten. Weil man hat ja oft die Situation, man hat einen Fluss, neben dem Fluss ist die Bahn, neben der Bahn ist der Radweg, und da ist die Urlaubsroute schon vorprogrammiert, da kommen die Touristen. Und für eine Nacht direkt am Weg zu übernachten, das ist für viele attraktiv. Stellwerke, die so liegen, dass sie neben der Bahn sind, die kriegt man so relativ gut umgenutzt. Was das Problem ist, viele Stellwerke liegen halt mitten im Gleis und man kommt nicht ran, sicherheitstechnisch. Da hat man dann ein anderes Problem. Eine weitere interessante Umnutzung, auch ein bisschen verbreiteter, sind diese Artenschutztürme oder also generell der Artenschutz. Kann Unterstützung sein für die Nutzungsänderung. Gerade von Bauten, diese Transformatorentürme kann man auch sehr, sehr schwer nutzen. Also die sind auch geschlossen und klein und verwinkelt. Aber für Vögel oder auch Fledermäuse bieten die einen wichtigen Unterschlupf. Und so haben sich quer durch Deutschland, also das ist Beispiel aus Westfalen, aber es gibt es auch in Thüringen, in Sachsen, einige Beispiele gefunden. Was interessant ist, diese Nistkästen, diese Artenschutzaufwendungen sind gerade offenbar sehr gefragt, auch in Naturschutzfachbehörden. Oft ist es dann auch so, dass das, was für uns als Denkmalpfleger Bauschäden sind für die Lebensräume. Also ich habe jetzt eine Sache auf dem Tisch, Anbringung von Nistkästen an Brücken, weil wir wollen diese Fugen an den Brücken verfüllen, aber die sagen, da sind die Fledermäuse drin, also müssen wir Fledermauskästen an die Brücken hängen. Also interessante Geschichte, aber da kann wirklich Natur und Arten und Denkmalschutz schön zusammenarbeiten. Nun zu den, sage ich mal, normalen Fabrikbauten.
Und zunächst zum Geschossbau. Hier ist als ein Beispiel der Weiternutzung eines Denkmals die Süßwarenfabrik Friwi in Stolberg in Sachsen-Anhalt. Also die Kekse und Lebkuchen und Waffeln und was weiß ich alles produzieren. Und die haben so einen historisierenden Bau, aber was das besonders Interessante ist, die produzieren noch nicht ausschließlich, aber eben zum Teil mit historischen Maschinen. Und das ist das besonders Interessante, weil so ist es natürlich wirklich am nachvollziehbarsten, was so eine Fabrik war. Also wenn Sie so eine operationale Fabrik haben, verstehen Sie es viel besser, als wenn Sie natürlich eine leere Gebäudehülle einer Textilfabrik haben, wo Sie vielleicht im Film noch anschauen können, wie die Textilmaschinen aussehen. Hier haben Sie mehr davon. Und das ist hier eins der relativ seltenen Beispiele, wo das gelungen ist. Das hier ist jetzt das Umspannwerk Süd in Hannover, zu dem ich selbst nicht viel sage, das wissen Sie alles viel, viel besser. Aber es steht hier als Beispiel für eben eine gewerbliche Umnutzung. Also das war uns auch immer wichtig in der Ausstellung, dass Nutzungsänderung nicht immer Nutzungsänderung Richtung Wohnen heißt. Und hier sieht man, es sind meistens sind es Büros, die reinkommen, also irgendwelche vom Architekturbüro über Designer zu Versicherungsbüros und anderen, aber zum Teil findet denn eben neben den reinen Büroarbeiten auch die Musterherstellung oder im kleinen Maße Handel oder so statt. Das kriegt man in so Etagenbauten eigentlich auch relativ gut unter. Dann jetzt zum Wohnen. Innerhalb des Wohnens in Fabriken haben ja die Lofts auch einen besonders großen Ruf seit den 90er Jahren mindestens. Und es ist natürlich schick, so riesen Flächen zu bewohnen. Vielleicht jetzt in heutigen Zeiten bei den Heizkosten überlegt man sich dann nochmal, ob das so schick ist. Aber es macht auf jeden Fall was her. Und man kann da tolle Räume reinbringen. Man kann aber auch das andere machen, dass man eben mehrere kleine Wohneinheiten reinbringt, was, egal in welcher Richtung man geht, immer ein Problem ist. Man hat natürlich Nutzungserwartungen und Notwendigkeiten, wenn man da Wohnnutzung hat, wo man einfach als Denkmalpfleger auch Kompromisse eingehen muss. Also es braucht natürlich einen Brandschutz, einen zweiten Rettungsweg, den man mal mehr, mal weniger gut im Gebäude unterbringt. Und wenn es eben weniger gut ist, dann kriegt man halt diese Treppentürme. Und es gibt natürlich die Nutzererwartungen, dass da Balkone dran sind oder irgendwelche Arten von Freisitzen. Das ist dann das Tagesgeschäft der Industriedenkmalpfleger, das irgendwie unterzukriegen. Und von den ganzen bautechnischen Sachen, also energetische Sanierung und so mal ganz abgesehen. Aber wie gesagt, das machen die anderen Arbeitsgruppen. Jetzt kriegt man in Stuttgart jede Besenkammer vermietet. In Hannover wird es wahrscheinlich auch so sein, dass sie sowohl im Gewerbe als auch im Wohnbereich fast jede Fläche an den Markt bekommen. Aber in kleineren Städten, wie es hier beispielsweise in Apolda, sieht es nicht immer so aus, dass gleich alle schreien, wir wollen da nutzen. Und da ist es immer gut, dass man das Instrument der Zwischennutzung nutzt. Weil wenn man eine Zwischennutzung hat, wie es hier war, die internationale Bauausstellung, die IBA, dann hat man erstens Aufmerksamkeit auf dem Gelände und man hat zweitens das Gelände belebt und man kriegt nicht das rein, was derzeit auch sehr beliebt ist, diese Lost Place-Bewegung. Es mag ja nett und sein und Charme haben, so verfallene Industriebauten zu fotografieren, aber meistens ist es dann das Eingangstor für die Nächsten, die dann das Metall mitnehmen oder die Nächsten, die sich zu Tode stürzen. Und dann hat man ein riesen Drama. Wir haben das gerade im Schwarzwald an einem Ort und da ist es besser, man hat den Ort belebter. Haben wir auch in unserer Ausstellung. Ah, okay, ja. Das ist die Schnittstelle. Gut, dann kommen wir zu den Industriehallen, zu den großen Volumen. Hier ein schönes Beispiel aus Lübeck.
Bei den Hallen hat man ja immer die Variante, da teilt sich entweder man nutzt die großen Hallen wirklich als große Hallen oder man unterteilt sie irgendwie. Lübeck ist diese Maschinenwerkhalle ist in mehrfacher Hinsicht interessant. Zum einen nutzt sie diese große Halle eben als Kletterpark, hat da eine Kletterwand reingestellt. Und zum anderen schafft sie in dieser Chill-Out-Zone da auch maschinellen Bestand zu erhalten, dass man zumindest so eine Ahnung kriegt, was da gemacht wurde. Aber da kommen wir nachher nochmal drauf. Und wenn man eben jetzt die große Halle nicht so als großen Raum nutzen kann, dann ist eben das traditionelle Mittel der Wahl, das ist keine Neuerfindung, diese Haus-im-Haus-Konzepte. Hier hat man ein Beispiel aus Rheinland-Pfalz, Neustadt an der Weinstraße, diese IBAG-Halle. Und es ist tatsächlich so, dass ich jetzt einem Vorhabensträger dieses Beispiel auch schon ans Herz gelegt habe und die sich ausgetauscht haben, die Architekturbüros, wie sie das auch gemacht haben mit wenn man eben komplette Baukörper in so eine Halle stellt, hat man natürlich zwischen der Außenhülle und der Innenhülle diese Luftschicht, die dann im Winter abfedert, im Sommer abfedert. Und man muss dann gar nicht die Gebäudehülle so radikal sanieren. Und das muss man dann aber den manchmal erstmal klar machen, dass ich dann eigentlich gar kein neues Glas oder keine Dreifachverglasung oder sowas brauche. Also da gibt es gute Beispiele und hier sind es eben auch viele, viele kleinere Wohneinrichtungen, Wohneinheiten. Es gibt es Haus in Haus auch für Arbeitsnutzungen, also wo Arbeit geht von der Kultur, jetzt hier im Beispiel Augsburg, also Gastronomie, Theater, die wohnen da nicht, die arbeiten dort auch, beziehungsweise die sind als Besucher dort, oder Hochschulen, also Universität in Winterthur oder Hochschule in Winterthur, die haben auch so ein Haus-in-Haus-Nutzung. Aber hier also ein sehr schönes Beispiel aus Augsburg, wo man das sieht, auch diese Größe des Raumes. Und dann gibt es Beispiele, das ist auch wieder was Neueres aus der zweiten Station unserer Ausstellung war in Unterboingen, Neckarspinnereiquartier hieß es dort, und da gab es einen Verein, der hat so Baukörper reingestellt, die jetzt eben keine komplette Häuser waren, keine komplette Wohnung, sondern das ist so eine Art Campen in der Industrieetage. Also da ist das Schlafzimmer quasi, das kann man schließen, aber die Küche ist offen. Und es ist natürlich was drumherum. Und ähnlich in einem kleineren Bau war es in Aachen, also im Vergleich zu dem Beispiel aus Neustadt, ist es sehr, sehr viel offener. Aber das waren eben auch nur zwei Wohneinheiten nebeneinander. Und das andere war ein Studentenprojekt, die haben sich alle verstanden und so für diese 3-4 Wochen, da hat es so geklappt. Wie das länger klappt, das weiß man nicht, aber es ist eine witzige Idee, fand ich. Hops, jetzt waren wir zu schnell. Jetzt kommen eine Schwierigkeitsstufe weiter, die geschlossene Baukörper. Also da sind die Räume nicht nur groß, sondern sie haben eben auch nur die Schwierigkeit, dass sie keine Fenster haben. Da gibt es viele Beispiele in unterschiedlichen Materialien, also die Ihnen allen bekannten Scheibengasbehälter, da wo wahrscheinlich jeder dieses Beispiel aus Oberhausen kennt, von der Gute Hoffnungshütte der Gasbehälter, neben dem Centro. Und rechts eins der frühen Silos von Industriemühlen in Weinheim in Baden-Württemberg. Und da ist es wirklich schwierig. Es ist zwar einerseits nicht so, dass keine Fenster so ein Knockout-Kriterium sind. Also es gibt natürlich eine ganze Anzahl von Nutzungen, die auch heute ohne Fenster auskommen. Also sie haben alle Arten von Speicherung, also von Wasser, Batteriespeicher bis über Archive, Museumsdepots aller Art. Kunstausstellungen, Kaufhäuser arbeiten meistens auch mit Kunstlicht, aber oft ist es halt in der Praxis so, dass die
Gebäude dann an der falschen Stelle liegen. Also in Weinheim haben wir das auch alles durchgespielt. Wir kommen da nicht rein. Und in Wuppertal wurde es dann letztlich auch nur die Kulturnutzung zusammen mit Gastronomie, die da funktioniert hat. Also es ist wirklich ein schwieriger Bereich. Und für die schwierigen Bereiche gilt auch bei den geschlossenen Bauten, man muss halt einfach mal anfangen. Also in Gramzow, in Brandenburg, haben sie da vor allem angefangen, dass sie ein bisschen Konzerte machen hin und wieder in Räumen. Und das Äußere, die Fassade auch nutzen bei so Veranstaltungen im Sommer, dass einfach der Bereich bespielt ist. Im Kühlhaus in Görlitz in Sachsen haben sie eben diese Skaterhalle eingebaut. Aber beide Gebäude sind nicht vollständig genutzt. Also es sind einfach so temporäre Nutzungen. Wo man es von außen dann ein bisschen einfacher hat, ist, sobald eine partielle Durchfensterung dann da ist, muss man offen sagen. Also die Gasbehälter zu durchfenstern, das macht den Gasbehälter kaputt. Aber bei so einem Wasserturm, der schon ein paar Fenster hatte, noch ein paar Fenster mehr einzubringen, fand man es hier nicht übertrieben. Hier in Bad Segeberg, Schleswig-Holstein, fangen diese parallelen Gebäude relativ viel ab, dass es wirtschaftlich wird. Also es ist ein Hotel und in den Neubauten werden manche Funktionen abgedeckt und so kann man den Turm auch integrieren und es ist wirtschaftlich. Und beim Tankturm in Heidelberg, da muss man auch Kompromisse eingehen, weniger bei der Befensterung als bei diesen Dingern. Aber das ist eben auch der Brandschutz. Also sie haben hier kein Leiterturm, weil es auch einfach zu hoch ist, aber sie haben diese Anleiterpunkte für die Feuerwehr. Also wenn es da oben brennt, dann müssen sie hier rausgehen und warten, bis die Feuerwehr mit der Drehleiter kommt und sie da holt. Es verändert das Erscheinungsbild, aber immerhin ist dieser Tankturm, also was ein Wasserturm für die Dampfloks war, auf diese Weise erhalten. Die Innenräume, da kann man dann eben auch viel machen und es ist attraktiv. Und an den Bildern zeigt sich eigentlich besonders, beide aus Schleswig-Holstein, wir brauchen das viel mehr. Also ich habe in meinen Bildern nie sowas Tolles gefunden, was eben schön fotografiert ist und habe mich dann auch ein bisschen umgeschaut. Es gibt so einen neuen Trend, das Homestaging nennt sich das, also so schön neudeutsch, neuenglisch. Aber wo man das Heim zur Bühne macht und es dann schön fotografiert, weil wenn man es schön fotografiert, dann kann man das auch zu einem bisschen höheren Preis vermieten, als wenn das ein leerer Raum ist, rund, wo jeder als erstes dann sagt, ja, wo soll ich da die Möbel hinstellen? Und so hat es dann, sieht man einfach diesen Charme, den diese Innenräume gewinnen können. So, zu den Sonderthemen. Da sind wir zunächst, oder das Oberthema sind eigentlich die Nutzungsspuren, wo Spuren alles möglich sein kann, bis hin zur Ausstattung. Sie haben links die Bötzow Brauerei in Berlin, die umgenutzt wurde und die eine gewisse Bekanntheit erlangt hat dadurch, dass da der Architekt Chipperfields Architekten als Büro daran beteiligt waren. Ja, für viele ist es dann halt so, wenn die das akzeptieren können, dass man da also massiv die Nutzungsspuren an den Wänden sieht, dann kann man das vielleicht an anderen Stellen auch machen. Rechts als Beispiel für Nutzungsspuren in den Freiflächen. Das ist jetzt dann wirklich ein Beispiel aus dem musealisierten Bereich. Das ist im Bereich Peenemünde. Da gab es ein Zwangsarbeiterlager, aber von diesem Zwangsarbeiterlager, wie von vielen Sachen der NS-Zeit, sind eben nur noch Reste da. Aber wir haben es auch bei, sage ich jetzt mal, normalen industriellen Nutzungen, haben wir eben so Schienentrassen oder Wagendrehscheiben oder ähnliches, was eben Spuren der Nutzung im Äußeren da sind. Dann
Was im Inneren sind diese Spuren, bestehen die auch oft aus verschiedenen Arten verschiedenen Generationen an Schaltern, an Rohrtrassen. Also hier besonders schön auch aus Wendling. In der Ausstellung haben wir ein Beispiel aus Peenemünde, aber in Wendling gab es noch viel schöner, diese ganz alten, ein bisschen jüngeren, bis zu den ganz neuen Schaltern und Dosen und welche, die dann schon weg waren. Und rechts zeigt eben hier nochmal aus dem Umspannwerk in Hannover, dass es durchaus auch Charme haben kann, in solchen Bereichen zu arbeiten, wo eben die Wände dann noch ein bisschen roh sind. Ähnlich ist es hier mal wieder in dem Stellwerk, das ist hier nicht zum Übernachten, sondern als Kaffee gemacht wird und wo man halt auf die Weise diese Hebelbank erhalten konnte, was sicher eine lange Diskussion mit dem Signalwerk in Wuppertal davor erfordert hat, aber also hier ist es gelungen. In ähnlicher Weise die Mühlentechnik und vor allem die Walzenstühle in Dinkelsbühl, wo die Musikschule drin ist, auch das lässt sich vereinbaren, weil ja, also es ist natürlich viel, viel sauberer und reiner als im Mühlenbetrieb, aber man hat die Maschinen erhalten, die ja einfach auch ein wichtiges Zeugnis des Maschinenbaus sind. Muss ich hier in der Gegend nicht sagen. Ich nehme fast an, die sind von MIAG aus Braunschweig um die Ecke. Im Freien haben wir diese, also jetzt größere Sachen als diese Schienenreste, haben wir auch. Und da gibt es natürlich auch immer Probleme. Weil die Erhaltung von Stahlgerüsten, also seien es Fördergerüste, seien es Kräne, seien es andere Objekte aus Stahl, gegen die Korrosion ist natürlich immer aufwendig. Das Gleiche gilt für Schornsteine in Ziegelbauweise und vielfach werden die deswegen abgerissen. Aber das Interessante ist, an denen, die machen eben den Charakter eines Industriegeländes oder einer historischen Fabrik auch aus. Und das Witzige ist, in diesen, das hat man nicht so gut gesehen, am Anfang, was ich gezeigt habe, dieses Otto-Gelände in Wendlingen, da wurde der Schornstein auch vor 20 Jahren abgerissen. Und jetzt in der Neuplanung war eine Rekonstruktion dieses Schornsteins mit eingeplant, also aus irgendeinem GFK-Material, weil die diese Landmarke wollten. Und wenn man diese Landmarke eigentlich schon hat, dann ist es doch das Bessere, da zu versuchen, diese Landmarke zu halten, als dann was Neues zu bauen. Ja, wir sind am Ende meines Durchrittes durch die Industriedenkmalpflege und Umnutzung und dieses Bild aus dem Landschaftspark Nord in Duisburg, was ja so ein Klassiker auch der Umnutzung ist, führt eigentlich praktisch wieder in ähnlicher Weise zurück wie dieses Bild mit der Sohle. Also man hat eine neue Nutzung, die mit Erholung zu tun hat und daneben ist die alte Industrie erhalten und diese neue Nutzung hat halt, ist halt die Bedingung dafür, dass man untergegangene Technik erhalten kann und deswegen ist dieses Upgrade, diese Aufwertung der Nutzung ganz zentral und für uns als Denkmalpflege ist es eben wichtig, weil es Quellen sind, weil es Baukultur ist, aber wir brauchen eben die Nutzung und ich hoffe gezeigt zu haben, dass es nicht einfach ist, aber dass es halt vieles möglich ist. Danke.